Ja, hallo Leute, hier sind wir wieder beim Table Tennis Gamer und wir sehen uns an der Stelle wieder, wo wir uns im letzten Part am Anfang wieder gesehen haben. Und zwar hat mir jemand als Kommentar drunter geschrieben, wo er natürlich völlig recht hat, wir wollen uns noch die Monddingens hier holen. Die habe ich ganz vergessen jetzt, weil ich ja schon ein halbes Jahr nicht mehr geplayt habe, habe ich die ganz vergessen, diese Monddingens. Also Mondperle, mit der können wir unsere Gestalt im Schattenreich nämlich behalten und das brauchen wir auf jeden Fall. Also ohne das können wir das Spiel hier vergessen. Und zwar geht er hier unten auf den Sternschalter und dann erscheint hier oben das. Und einfach reinfallen lassen. Dann passiert nämlich Folgendes. Wir landen... WTF! Das glaube ich nicht. Jetzt wollte ich einmal zeigen, wie es geht. Okay, man muss also oben reinspringen. Ist natürlich ärgerlich, aber... Ja, jetzt seht das. Und hier! Macht die Truhe auf! Die Mondperle, die Gestalt des Helden ist damit gefeit... Gefeit gegen magische Verwandlung. Jo. Und jetzt wollen wir noch was holen. Ich glaube, das können wir schon holen mit dem Master Schwert. Wenn wir schon mal hier sind. Wir müssen erstmal wieder herausfinden aus dem Tempel. Erstmal ein Safe machen, das ist schon mal wichtig. Falls, keine Ahnung, wieder irgendein Gegner kommen sollte. Irgendwas, was wir überhaupt nicht vorher gesehen haben. Hier, jetzt nutzen wir aber Abkürzungs-Action. Ja. Genau da wollten wir nämlich hin. So, jetzt machen wir das. Zack. Ihr seht schon, ich habe den Spiegel noch im Inventar, um hier wieder hinzukommen. Können wir jetzt aber mal wieder den Bumerang hinmachen. Den finde ich wesentlich schöner und ästhetischer. Nee, ich will keine Flasche. Ich bin höchstens eine, ich will aber keine. Zack, da und er leuchtet so schön. Er hat so schöne Sterne hinter sich. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Und hier ist nämlich jetzt so ein Dingen. Und da müssen wir so ein Amulett kriegen, oder? Ja, genau. Übersetzer bitte! Der Google-Übersetzer! Hau rein, Buch. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Zack. Und what happened with us? Oh ja, Leute. Da haben wir's. Das Medaillon. Das Luftmedaillon. Damit hast du Macht über die Atmosphäre und kannst den Polarwind herbeirufen. Achte auf deine Magieanzeige. Jo. Das war's soweit von hier oben. Ich werde jetzt wieder runterlaufen zu dem Schloss, zu der Stelle, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Und dann machen wir ab da weiter. Also, bis gleich, Leute. So, weiter jetzt hier in dem Schloss, Leute. Wir haben uns die Mondperle also geholt. Wir haben uns ein Medaillon geholt. Und oh oh, oh oh, oh oh. Ja, die treffen... Ey, jetzt lasst... Falsche Taste. Alter, lasst mich in Ruhe. Boah, ich hab die schon so gehasst eben, als ich hier wieder zurückgegangen bin, ne? Die gehen mir so richtig auf die Nerven, so richtig. Verzieh dich. Ja, genau. Mit deinem scheiß Pfeil. Tschüss. Avanti. Ja, das Schlimme an der Sache ist nur, dass der uns runterwirft. Nee, das Schlimme an der Sache ist, dass wir gleich keine Herzen mehr haben. Das ist das wirklich Schlimme an der Sache. So, guck mal hier. Was wollt ihr denn mit den Rubinen, ey? Boah. Gebt mir ein Herz, damit das Piepen aufhört, endlich. So. Was haben wir hier drin, ne? Trotzdem ein Rubin. Wir gehen jetzt hier erstmal, jetzt wollte ich schon Tantalus sagen, aber Tantalus gibt's ja hier gar nicht. Ist ja kein Secret of Mana. Tantalus, gib die Biatchea. Auf geht's, so. Weg da, einmal bomben und rein da. So. Aha, so ganz lustige. Alter. Die regen mich ja so gar nicht auf. So gar nicht, gar nicht, gar nicht. So, stirb! Ja, und nur so einen fetten Schlüssel. Von wegen mal nix hier. Lass mal Herz da. Alle immer nur den Schlüssel. Boah, wie ich das hasse. Ja, übertreibt es nicht. Übertreibt es mal gar nicht, ey. Ja, du blöd Mann. Hättest du nicht mitgerechnet, dass das Schild um die Ecke geht, was? So. Was willst du, Schild? Was steht da? Hört gut zu, T-Game. Selbst mit dem Masterschwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Okay. Da haben wir auch gleich Bescheid bekommen, wie wir denn den Endgegner in dem Dingen hier killen.
Jetzt reicht's mir. Ja, nicht getroffen. Super. Alter. Es reicht mir langsam wirklich, ey. Stirb. Boah, ich krieg so richtige Aggression. Ja. Safe. Diese verdammt dummen Idioten müssen doch irgendwo, ich wollte gerade sagen, mein Herz versteckt haben. Es ist nicht euer Ernst. Wie bitteschön geht das? Hä? Wie habt ihr euch das wieder ausgedacht? Hä? Wie? Guck mal hier! Wie geht nicht? Ins Face! Ins Face! So. Und jetzt gebt mir Herzen. Wieso hört das Piepen denn nicht auf? Wieso? Leute, Hilfe. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, wisst ihr, man muss jetzt gleich gegen so einen richtig fetten Boss kämpfen und hier gibt's kaum Herzen drin. Ich glaub das echt nicht. Hätten sie echt mal ein paar mehr machen können. Vor allem, ja, wisst ihr, wie viele Räume wollt ihr denn noch machen bis dahin? In jedem Raum bekommt man den Schlüssel, muss Gegner besiegen, muss ein Ding verschieben oder sonst was machen. Langsam wird's echt langweilig. So, stirb. Jo, die geben wenigstens nochmal ein Herzchen her. So. Und ein langer Gang wird hier nun der Retter auf uns warten. Oder der böse Aghanim. Wird er hier auf uns warten? Dort oben. Das sehen Sie in der nächsten Folge. Alter. Ja, tschüss. Ciao. So, das war's mit dem Deppen. So, auf geht's. Ja, Leute, jetzt wartet da gar nicht mehr auf uns. Jetzt wird's lustig. Boah, nee, wie heißt der? Sahasralas gibt's auch noch. Hier, er hat Prinzessin. Oh la la, TT Game. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut. Aber nicht mehr lange, Kleiner. Oh nein, er macht so eine bösen Handspielchen da und... Uri Geller! Ja, Uri Geller, das ist Vincent Raven. Nein, er wird Prinzessin Zelda jetzt in die Anderswelt schicken. Na bitte, damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten, denn... Boah, der ist so krank, der Typ. Die goldene Macht ist mit uns. Mach's gut, Kleiner. Und tschüss. Na warte, Vincent. Dir wollen wir hinterm Vorhang zeigen, wie der Hase läuft. So, wir kämpfen nun. Oh la la, du möchtest... Ist das Spanier oder so? Du möchtest mich zu einem Duell herausfordern. Nichts lieber als das. So, jetzt hörst du mal zu, Aghanim. Ja, habe ich leider viel zu früh gemacht. Ich bin so ein Trottel. Guck mal hier. Achso, das ist so ein Ding. Gibst du mir bitte einen Feuerball? Zack, tschüss. Ja, wie uns schon die Tafel gesagt hat, schleudern wir doch einfach seine Kugeln auf ihn selbst zurück. Das ist das Geheimritt. Alter! Hat der mich gerade erschrocken. So. Also das war jetzt schon heftig, dass der einfach den Zauber genommen hat. Ja, das war natürlich jetzt scheiße. Also man muss aufpassen, was er da macht. Zack, tschüss. Man muss gucken, wie sind seine Faxen. Irgendwann hat man ihn dann ein bisschen verstanden. Oder auch nicht. So, wir müssen aufpatzen. Ey, wir müssen aufpatzen, wenn der Blitz kommt. Verdammt! Aber egal, wir haben den Quicksave. Ja, Leute, was wäre ich ohne Save? Ey, das wäre mal gar nichts. So, gar nicht, gar nicht, gar nicht. So, tschüss. Number one, Save. Hahaha. Wie Tantalus immer gesagt hat. So, wir machen das jetzt wirklich hier auf diese Weise. Weil anders bin ich wirklich zu blöd dafür.
Zumindest jetzt, Leute. Ist aber auch schon immer ganz früh mit fast 7:30 hier. Yo. Und wo bist du, hä? Wo bist du? Da kommt er. Aus der Anderswelt. Ja, hat er uns wieder getroffen, der Sack, ey. So ein Sack. Tschüss. Ja, ich speichere jetzt mal lieber nicht, weil wir schon durch den Blitz was verloren haben. Tschüss. Boah, wie viele Treffer hält der denn aus, der Kranke? So. Nein, nicht getroffen. Jetzt macht er so oft mal diese Lichtkugeln und ich treffe nicht. Ich glaub's nicht. Ja, ausgewichen. Das war reine Intuition, Freundchen. Na, siehst du mal, der T-Gamer kann noch was anderes. Oder T-Game hier, heiße ich ja hier. Oh, oh la la, das war einem Helden würdig. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Nun, was? Attention! Ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen. Ha. Okay. Kannst du machen, kein Problem, wir haben Spiegel und so. Ist keine Chance. Also, ist nicht so schwer, da wieder rauszukommen, Freundchen. Dum-dum-dum-dum-dum. TT-Game! Kannst du mich hören? Ich bin es, Sahasrala, der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nun, wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du 7 Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der 7 Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Geh zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes. Bitte. Ja, Jackpot, wir haben wieder volle Herzen. Master Schwert ist dabei. Und das gibt einen Safe, Leute, einen fetten Safe. Okay, was werden wir als erstes tun? Wir werden als erstes in den Tempel gehen. Wir gucken uns mal die Karte an. Die Karte sagt, da oben ist Nummer 1. Ja, die Welt sieht jetzt wirklich anders aus. Früher, als kleines Kind, man kommt in eine andere Welt und denkt sich, WTF, was ist das? Ja, ich bin erstmal rumgerannt, hab erstmal alles erkundet. Man kann ja wirklich, das ist ja wirklich das... Ja, die Attraktion. Man ist in einer ganz anderen Welt auf einmal. Von der Lichtwelt, die man so lieb gewonnen hat schon, weil man ja als kleines Kind natürlich nicht weiß, direkt, ja, wo gehe ich lang? Ach, jetzt habt ihr mir mein schönes Ding weggemacht. Gib mir ein Herz. Alter, wenn mich das Scheißding jetzt trifft und mir meinen schönen Schwertbonus kaputt macht. So, tschüss. Wenn man die Lichtwelt lieb gewonnen hat, weil man ja nicht weiß direkt so am Anfang, wo man hin muss und man erkundet alles und hat alles gesehen, man hat jeden hier gefragt und auf einmal ist man in so einer Welt. Man denkt sich am Anfang, was soll das? Sind wir überhaupt richtig? Ja, wir sind natürlich klassisch vorbeigelaufen. Na klar, warum denn nicht? Sind wir wieder bei irgendeiner bescheuerten Hexe gelandet, aber nicht da, wo wir hin wollten. Boah, Leute, manchmal denke ich echt, ich kenne das Spiel nicht. Das muss manchmal irgendwie eine Verwechslung sein. Manchmal habe ich das noch nie durchgespielt, obwohl ich es schon durchgespielt habe. Naja, okay. Oh oh. Gehen wir halt nochmal runter. Ist ja kein so großer Umweg jetzt hier. Also die Gegner sind übelst krank hier. Das sind so komische... Boah, ja, was ist das? So komische Schweinviecher sind das. Aber so richtig verstehen tut die keiner. So, hier, guck mal. McFit gab es auch schon bei denen. Hier gibt es diese Bodybuilder-Action-Typen. Die der Meinung sind, mit ein paar Bomben kann man hier alles machen. Naja, lassen wir sie in dem Glauben. Ja, hier auf dem Weg zum Tempel. Ach, hier ist doch unser alter Freund, oder? Der uns mit den Stiefeln weitergeholfen hat. Ja, guck mal. Hallo, Fremder. Suchst du nach der goldenen Macht? Dann bist du zu spät. Sie gehorcht nun dem, der sie als erster berührt. Und der hat diese Welt erschaffen. Ein Spiegelbild seiner dunklen Seele. Oh ja. Auch ich suchte einst nach der goldenen Macht.
und sieh, was aus mir und allen anderen geworden ist. Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann, wird diese Welt erlösen. Der Bezwinger erhält dann die goldene Macht. Solange werde ich nun so herumlaufen müssen. Es ist unglaublich, was uns unsere Vorfahren hier hinterlassen haben. Triforce, goldene Macht. Ja, das ist unser Freund, den kennen wir eigentlich vom Anfang. Was heißt vom Anfang? Der hat uns mit den Stiefeln geholfen, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt ist er sowas geworden. Und, oh, ja, genau, wir haben es nicht mehr. Ah, jetzt doch wieder. Hier gibt's nur Herzen. Naja, Leute, passt auf, wir machen jetzt hier bei dem alten Dekobaum auch einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, euer TT-Gamer. Ciao.